Grüße euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Fuchs und spiele heute ein Spiel namens The Engineer. Ein Spiel entwickelt von PT Turf und auch von PT Turf gepublished. Das kam letztes Jahr noch raus, habe ich gerade so noch zufällig entdeckt und lese jetzt einfach mal kurz die Spielbeschreibung vor. Ja, ich muss dazu kurz sagen, das Spiel ist im Early Access erschienen und als ich das Spiel gestartet habe, hat er mir die Möglichkeiten gegeben, mir eine Sprache auszuwählen. Als ich allerdings Deutsch angewählt habe, hat er gesagt, ja, das ist von zwei Leuten gemacht worden und die haben nicht die Zeit gefunden, das soweit die Sprache reinzubauen. Wenn 1.0 irgendwann rauskommt, wollen sie die Sprache auf jeden Fall komplett implementieren, deshalb eigentlich jetzt gerade nur Englisch geht. Also werde ich mir ein bisschen schwer tun, da mein Englisch kennt das 3-. Aber gut, wenn man einmal drin ist, wird man sich schon auskennen. Was wollte ich gerade sagen? Die Spielbeschreibung, die habe ich mir jetzt extra übersetzen lassen. Stellen Sie Ihre Ingenieurs- und Problemlösungsfähigkeiten in diesem Sandbox-Physik-Aufbauspiel auf die Probe. Genießen Sie die Freiheit des völlig gitterlosen 3D-Sandbox-Bauen in Kombination mit der urkomischen Ragdoll-Third-Person-Steuerung und bieten Sie ein wirklich einzigartiges und urkomisches Engineering-Erlebnis. Na okay. Gut, was ich auch noch sagen möchte, hier ist aktuell kein Ton. Ich weiß auch nicht wieso, ob hier einfach nur keine Musik oder sowas läuft. Ich meine, OBS nimmt gerade auch nichts auf. Also ich schaue jetzt einfach mal, ob das irgendwie ein Fehler ist. Ich habe einmal ganz kurz Ton gehabt bei der Spracheinstellung, aber seitdem ist da nichts mehr. Selbst wenn ich jetzt irgendwas anwähle, passiert nichts. Ich schaue einfach mal, wenn ich im Spiel drin ist, wenn ich dann Ton habe, dann passt es ja. Und wenn nicht, dann schaue ich, dass ich das fixen kann. Also jetzt aktuell ist gerade Ruhe, aber ich hoffe, dass es dann gleich, wenn wir wieder Ton haben. So, Tutorial. Ich würde das mal. Welcome to your final exam at the School of Engineering. Here you shall demonstrate that you deserve to be qualified as an elite engineer. Let's start with something simple. Make your way over to the highlighted area around the corner. Okay, also Ton funktioniert. Okay, wir müssen gehen. Hold to pan. Okay, sagt nur Kamerasteuerung. QE ist down. Okay. Wow, fantastic job. You're a natural. Mm. Now, let's start building. Show me what a beam is. Das ist wahrscheinlich das hier. Das ist das Einzige, was da sind. Hier, guck mal. Hier. Click on the beam button and place on the wall. Okay. Now, hit the build button at the top left of your screen. Ach da. Usually they work better when you actually fix them onto the wall. Try again. This time with a fixed beam. Okay, fixed and free. Warte mal. Fix it und dann hier beam. Okay. Now, hit the build button at the top left of... Show me how you would brace these two beams together. Okay, wie man die beiden miteinander verbindet. Punkt zu Punkt, oder? Great! You finally did something on your first try. Ja. Unglaublich, aber wahr. Kann ich es nochmal zurückmachen? Ich bin so nicht zufrieden. Oh. Now place a sheet between these beams. Habe ich nicht gerade eben das hier schon gemacht? Okay, ist so eine Platte hier. Moment. Nein! Entschuldigung, ich habe gerade einen Froschnäuel mitten im Hals. So. So. Klicken, Bill. Kann ich das auch wieder wegmachen? Wahrscheinlich mit dem. Nee, kann ich nicht. Try nailing it to the beams this time. Okay, mit Nägel. Klack, klack, klack und klack. Hold also, the align nail to view key when placing a nail to align it to the camera view. If members don't line up perfectly, you can hold the left shift place nails. Aha, verstehe. Kann ich sie von meiner derzeitigen Position, weil so will ich es jetzt gerade durchhauen und so tue ich sie halt in meiner derzeitigen Position durchhauen. Click the build button. See how this makes it easier to nail members that aren't aligned properly? Now, onto blocks. Place a block. Ich möchte mal ganz kurz was trinken, einen Moment. So, jetzt soll es wieder besser gehen. Jetzt ist alles wieder frei, hoffentlich. Click on the block button and place a block on the near face of the block. Also oben drauf, oder?
Warte, hier hin. Click to build. Okay, not sure what you were expecting there. Try using mortar this time. Ich will nur sagen, dass meine erste Idee war, das oben drauf zu setzen. So. Aber gut, hier wird uns einfach wahrscheinlich hier Mörtel einfach beigebracht. Much better. I'll just pretend you did it on your first try. Remember, any blocks placed in the ground are automatically buried securely as a foundation block. A flat surface of blocks makes it easier to build larger structures on uneven surfaces. Okay, verstehe. Also die Steine, die tauchen auch hier in den Untergrund ein, damit man halt eben auch eine gerade Oberfläche bekommt. Click to build. Ja, okay, das ist... Place the final wheel on this cart and nail it on securely. Ist das so richtig? Ich meine, ich kann die Kamera nicht drehen. Das ist aktuell ein bisschen doof von der ganzen Situation hier. Aber gut, es wird ja schön vorgegeben, wo ich das Zeug platzieren muss. So, fertig. We could make a mechanical engineer out of you yet. Show me an example of a freely rotating joint. Aha. Den hier draufsetzen. Click on the beams button and place a fixed beam on the left side of the rotating. Moment, der muss gefixt sein. Kann ich die auch wieder abwählen? Kann ich die auch wieder abwählen irgendwie? Light. Gut, nee. Wie kann ich den abwählen wieder? Na ja, gut, egal. I'm looking forward to seeing some practical use of that member. Use one of our patented hamster-powered propellers to power the vehicle. Ein Hamsterrad. Okay, Propeller halt hinten dran bauen. Muss ich es noch annageln oder ist der... These hamsters really do love their work. Attach these beams together with a rope. Okay. Okay. Okay, funktioniert das im Grunde genommen. Construction lines are key to efficient structural planning. Place a vertical construction line on the right-hand block and then connect the two vertical construction lines with a horizontal construction line. Und die horizontale mache ich wie? Now trying to place a horizontal construction line. Click hold one construction line and drag to the other. Place a horizontal construction between two. Jetzt muss ich praktisch gesehen hier und dann darüber. Ah so, okay, verstehe. This will help you design more complex structures. Don't tell anyone, but sometimes even engineers make mistakes. Show me how you would remove building materials. Jetzt hat uns beigebracht, wie man es wegmacht. Okay. On certain projects, you'll be able to choose where you start from. Relocate the engineer somewhere on this platform. And so the engineer has been able to relocate the engineer before you build. Ah, hier unten. Ah, okay, dann kann ich mich einfach selber hinsetzen. You can tell a lot by the color of a member. Green means it's perfect as is. Gelb. Orange indicates there is a clash, which means you can't place the member there. Okay, also orange heißt, dass irgendwas im Weg ist und red es nicht machen. Means the member cannot be placed here. Okay, verstehe. Advanced construction techniques allow for precise building. Holding different keys while placing items will allow you to change their orientation, scale and offset. While placing an item, hold down the left click and drag your cursor left and right to modify the member. By default, this will rotate the member in the Z axis. However, holding down different keys as shown on screen will modify the member in other ways. Let's try a couple of examples, starting with a short beam. Ja, okay. Hoffentlich wird es mir noch angezeigt, dass ich es noch aufschreiben muss. While holding down the scale key, you can adjust the scale of the beam. Click and drag to shorten the beam. Or alternatively, use the scroll wheel. Nee, ich muss... Okay, klicken. Oder? Click and hold and drag the left. Ah, okay, verstehe. Wie, achso, Moment, der muss so groß sein. Linke Maus das gedrückt halten, dann Shift. While placing a sheet between two points,
hold the offset key and then scroll up or down to offset the sheet. Okay, Start, runter und jetzt linke Alt. Nee. Er macht es halt automatisch wieder weg. Ach so, scrollen. Okay, verstehe. Now for the easy part. The Health and Safety Ow. Site Compliance Test. Let's start with standing up. Hold the stand-up key until you are fully erect. Wow, perfect form. Kann ich es vielleicht auf Shift umwechseln? Walk over to the highlighted area. Okay, use the left foot and right foot keys to control each of your legs. Okay. Über Mama Schaufe. Das geht doch schneller. Okay. Ein Schritt nach den anderen. Halte W zu Autowalk. Use the Autowalk key. This is handy for covering larger distances, but is less accurate with foot placement. Walking so, tablet. Watch your step. Er kriegt das hin. Er kriegt das hin. As you're well aware, a big part of getting around any construction site involves lots of sketchy and dangerous climbing. Climb up and over this wall to show me how you would get around a site. Ich tanze. So, okay, genug. Okay, also ich kann Reach with Q und E, beide Hände nach oben. Ach so, ich muss hier mit der Maus steuern. Ach du Scheiße. Ja, okay, ja, das wird gehen. Make sure you are well clear to at reform standing. Okay. Left click grabs. Use the left hand grab key to grab with your left hand and the right hand grab key to grab with your right hand. Simple, really. Holding down the climb key while grabbed will pull you upwards. Nah. Okay. Okay. Das kriege ich hin. Great. You made that look very easy. Climbing clearly comes very naturally to you. Okay, now, hoffentlich. Grab hold of this cart and then push it to the highlighted area. Ich muss erstmal versuchen, geradeaus zu rennen. Hallo. Okay, und jetzt hat Push mit W. Ich will aber weiter. Congratulations. Oh. You're now a qualified engineer. Ja, so einfach wird man Ingenieur. Das hat den Grund, ich weiß nicht, wie lange muss man lernen, bis man Ingenieur ist? 5 Jahre? Okay, das bin ich. Sieht doch sieht vom Gesicht auch genauso aus wie ich, nur hat er mehr Haare. So, Safe Lord. Tip, your game will not be fully saved if you'll... Okay, jetzt müssen wir mal separat. CPT Training. Welcome to the continuing professional development area. Here, you'll be able to put the theory you've learned into practice. At the top right of your screen, you will see all of the missions available in a given level, with their difficulty rating next to it. Click on the mission to get more information, like what type of mission it is, and how much money you get for completing it. There are a wide variety of different mission types. Character-based missions are the simplest, where you are tasked with just reaching a destination, which might involve walking, running, or climbing. You might even be asked to transport a given item to a destination. Building missions require you to design and build a structure that serves a function to complete an objective. There are many cases that combine both of these mechanics, where you'll be required to build a structure and then use it with a character to complete the mission. Upon completion of a mission, you'll be given a scorecard explaining in detail how you achieved your score and thus your financial compensation. The better you score, the more money you make. Easy.
You can retry missions as many times as you like, but bear in mind, you'll only earn money on actual improvements and efficiencies to your designs. Right, now that you know the basics, let's get started. Ja, okay, ich glaube, ich habe alles verstanden soweit. So, walk to the destination. The basic mission type you will require to reach the destination by running to it. In this instruction, your bonus reward will be named how long it takes to complete. Okay, also ich muss möglichst schnell halt den, das Ende erreichen. Ich frage mich, ob ich die Kohle brauche, aber gut, das wird dann schon noch erklärt. Okay, start mission. This is a simple character mission, which just requires you to reach a destination. Ich laufe. To the highlighted area at the end of this path. Remember, to view the character controls, press the guide key. Kann ich auch einfach, Hops. Na komm. Ich hab's erreicht. Ja. Die Tag grabbing. Grading. Guck mal, wie er drin hängt, so glücklich. Wenn es so einfach ging, warte mal, das möchte ich normal machen. Das geht doch besser. Huch. Geht das jetzt? Ja, Start Mission. Das geht besser. Ich muss nur die Arme ausstrecken. Jawohl, komm. Das geht. Jawohl, ein Arm mit 16 Sekunden. Jawohl. So geht das detailliert. Gibt es auch einen A-Plus oder so? Remaining Bonus 10, Mission Reward 0, Great Bonus und Dinger, ich habe 10 Coins. Okay. Kinkerlitzchen. Carry barrel to the area. Some missions will be required to carry things. Can you pick up and carry to the bottom of the stair, please? Okay, jetzt müssen einfach nur ja, tragen. Leicht zu erklären. This requires you to pick up the barrel and carry it to the highlighted area. Wird gemacht, Boss. Use the left-hand reach and right-hand reach keys to reach out. Haben rübergeworfen. Okay, es gibt A+. Ich sag's einmal, ich werde auch nicht nach die ganzen A-Bonus und so weiter werde ich nicht gehen, weil da geht doch der ganze Spaß flöten. Gleiche Mission wie das Laufen, nur das Klettern halt eben. Mhm. This mission will require a bit of climbing. Use the left-hand reach and right-hand reach keys to reach out with your left and right hand. Use Na? The left-hand grab key to grab with your left hand. Na, and komm. The right-hand grab key to grab with your right hand. Simple, really. Holding down the climb key while grabbed will Moment. Pull you upwards. Remember, your hands will reach out in the direction. Okay, Moment, warte mal, das muss ich die normal mal kurz machen. Jetzt nicht wegen D, sondern weil ich gerade dabei war, die Steuerung nochmal zu lernen. Also wenn ich Q und E, das ist jetzt einfach mal gedrückt. Leer lasse ich mal gedrückt. Und lasse im Grunde genommen eigentlich immer nur die Maustasten los. Das hätte dann schon gehen. Guck mal, wie schnell ich da hochkletter. Spider-Man. Naja. Okay, ich hab's kapiert. Keep the box in the volume. The most basic building must in require you. Okay, wir sind eigentlich. Ja, okay, im Grunde genommen haben wir ja in dem Video schon gesehen, dass wir jetzt da irgendwie einen Tisch bauen müssen, damit der oben bleibt. This is a building mission, where you have to build a platform capable of holding up this box above the ground for at least 8 seconds. Remember, when you have a member equipped, the guide on the left of your screen displays the different controls for that member, including how to scale, rotate and offset it. Ist jetzt genauso hoch? Sieht zumindest genauso hoch aus. Ja, das war im Grunde eigentlich nur noch ein Brett. Ein Bredel. So, jetzt muss ich. Was war das denn genau? Das wird so, glaube ich, nicht halten. Na gut, wir haben ja Nägel. Muss mit der Steuerung hier ein bisschen klarkommen.
klopf. Klopf, klopf. So, wenn das nicht hält. Dung, dung, dung und vier Nägel. So. 8 Sekunden, das hält. Aber die Kiste zuppelt ganz schön rum. Aber die bleibt drauf. Jawohl. Hätte ich es besser machen können? Zeitbonus, bla 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 und dem hier. Nö. Okay. Build and cross bridge. Okay, jetzt ist im Grunde das gleiche, nur dass wir eine Brücke bauen müssen. This mission is one that combines building and the character. First, you must design a bridge and then cross it to the highlighted area with the character. When attaching a beam to a wall, remember to use a fixed connection to ensure the beam is securely fixed to the wall. A beam placed on a wall with a free connection will not actually be attached to the wall and would just fall down when built. You can toggle between free and fixed connections in your building bar under connection type. Warte mal, so lange es geht. The free connection is red and the fixed connection is green. Also, remember, you can scale members by holding the scale key and dragging your cursor left and right while placing it. Ich mach schon. Zack. Weiß nur nicht, ob er jetzt auf der anderen Seite auch fixiert ist. Okay. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber davon lasse ich mich nicht abhalten. Nein, in die Richtung hier. Erzer. So. Weiß ich, kann ich hier überhaupt einen Nagel so reinhauen? Okay, ich kann keinen Nagel. Okay, das wird wahrscheinlich blöd werden. Warte mal ganz kurz. Wir entfernen den hier und den hier und den hier. Und tun hier jetzt einfach an der Stelle hier den hier nochmal hin. Solange bis zur Berührung haben. Und... So, jetzt wird hier schön genagelt. Eins. So, und zwei. Wir können ja noch einen reinhauen eigentlich. Hauen wir noch einen zweiten rein, so über Kreuz. So. Ich weiß nicht, ob ich hier noch Querstreben brauche, aber gut, theoretisch ist es eine einfache Brücke, also wird das schon gehen. Lift alt nach oben. Kann ich es auch irgendwie in die Breite skalieren? Das geht. Okay, lift alt. Müssen die überhaupt gefixt werden? Also angenagelt werden? Ich meine, wenn sie drauflegen, müssen sie vorsichtig drauf marschieren. Im Zweifel einfach mal probieren, oder? Okay, und nach oben. Okay, und einer noch. Lädt der hier was? Schauen wir mal, sparen uns die Nägel. Mir geht es erstmal darum zu gucken, ob die Konstruktion so überhaupt halten würde. Schauen wir mal. Sieht gut aus für mich. Siehst du, hält doch easy going. Hui! Du hast mich mal annageln müssen. Polnische Bauweise. Sind nur ein Haufen Nägel übrig geblieben. So, Start Mission. This mission is another one that combines building and platforming elements. You need to design a tall tower capable of holding the weight of the platform.
Then you must climb to the top of that tower, onto the platform, and stay inside the highlighted area for 5 consecutive seconds. Pro tip. Okay. When designing a structure made to hold weight at height, it's always wise to properly brace your structure. Geht die Linie jetzt bis runter? Okay, jetzt brauchen wir Beams. Wie groß ist so ein Lock? Können eigentlich hier unten so ein Lock mal hinmachen eigentlich. Der ist ja stark genug. So, und von da aus gehen wir dann mit den Beams weiter. Mr. Beam! Nein. Den auch hier hin. Den auch hier hin. Und den auch hier hin. Eigentlich sollten die jetzt halt hier perfekt auf den drauf liegen. So. Ach, weißt du was? Kommen wir den Baum jetzt einfach mal so. Und probieren mal so hoch zu klettern. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier nicht einfach so eine Wand noch hochzimmer. Sieht gut aus. Aber wir können ja klettern. Wir sind ja schon groß. So. Das kriegen wir hin. Festhalten. Schaut mal, wie er hochklettert. Der Skiller. A plus, jawohl. Ja, einfache Konstruktion. So, dann hätten wir das hier schon erledigt, oder? Mhm. Climb to Destination. Ja, gut, okay. Resume. Was ist jetzt? Also wir haben 720 Dollar, lalala. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich zu Level Selection. Gibt's hier einen? Was sind das? McLeod's Items. Okay, Frozen Peaks. Still in Development. Ah, okay, also wir haben ja insgesamt 5 Karten, wo wir 9, 8, 9, 9, 9 und 4 mal 9 sind, ja, 44 Missionen haben wir jetzt halt insgesamt. Mit dem hier wären es 50. Okay. Oh, King Lachlan. Addressing to the call of the dramatic flair. Adressiert an die Leute mit dem dramatischen Flair. Hört mich an, meine loyalen Steuerzahlersubjekte. Heute haben wir eine Aufgabe, mit dem wir sehr in Funktion des Königreichs gehen. Tut mir leid, mein Englisch, ich gebe mir Mühe. Dramatische Pause. Dun dun dun. As you are aware, the village Archiman, architect Sir Butcherlot has broke does nothing but chaos with his Initiative in Aesthetic Designs. Okay, unser derzeitiger Dorfarchitekt Sir Butcherlot hat uns nichts als Ärger und Chaos gebracht mit seiner Initiative und ästhetischen Designs. From your disappointment. Wir sollten... We should have known that his approach to design... Hier ist Teilaufnahme. Wir sollten ihnen zeigen, dass sein Design nichts bringt und keinen Bestand hat. Seine schäbige Arbeit, die er uns zurückgelassen hat, ist wirklich enttäuschend. Wütendes Aufschnauben. Ich hätte ihn niemals trauen sollen, Architekten, dass er meinen Kartoffelsilo bauen sollte. Wir sind die Tür. Now, jetzt, mehr als jemals zuvor, benötigen wir einen Ingenieur, einen Meisteringenieur, um uns von diesem Albtraum zu befreien. Wer meldet sich freiwillig? Awkward silence, I starting. Du da, tapfere Seele. Was sagtest du? Will you take the man? Willst du den Mantel des Königreichs, Chefingenieurs haben und das gesamte Königreich reparieren? Lass uns erstmal seine Fähigkeiten testen. Für ein Kente Liver Beam. Bitte, was ist ein Kente Liver Beam?
Mit einer Länge von 5 Metern und Objekte und einen und zu einem Dreieck zusammengebauten Ladung variiert mit 0 Kilonewton die Minute und am Ende gefixt mit 10 Kilonewton die Minute. Keine Ahnung, ich kenne die Einheit nicht. Am freien Ende sagt mir die Location, sagt mir, wo genau treffen sich die maximale Drehmoment. Wir haben für so einen Blödsinn keine Zeit. Jeder trifft unseren Retter und Chefingenieur, wo Strukturen im Königreich haben möchte. Oh Gott, Mann, Englisch, tut mir wirklich leid. 3 minus. Okay, sagen wir 4 plus. So, wir sollen einen Zaun bauen. Einige. Oh, wir haben sogar. Eigentlich haben wir die vor Ende der Folge gemacht, aber den Zaun bauen wir noch. Einige Zivilisten kritisieren, dass irgendwas durch ihre Zäune bricht und ihre Gemüse stiehlt. Wir sollten einen fernen Zaun bauen. Please construct the missing. Bitte konstruiere das fehlende Panel. Ja, okay, das ist einfach. Das ist doch einfach. Hier, hallo? Warum kann ich nicht gleich das Brett auswählen? Okay, warte mal. Das machen wir jetzt vernünftig. Nein, nicht so. So, einmal und zweimal. So. Zack und zack. Sieht wunderschön aus. Sieht wunderschön aus. Bin ich toll. Oh. Wo kommt die jetzt her? Angriff der Riesenkatzen. Was ist da los? Start von Scratch. Modifiziere Design. Ja, okay. Ich wusste ja nicht, dass hier gleich das Ding auf Herz und Nieren getestet wird. Okay, warte mal. Das, dann baue ich das Ding mal anders da. Und zack, zack. So, ich baue hier erstmal den Beam hier mal so. Ein bisschen höher. Na, nicht zu hoch. So ungefähr. So ungefähr. Jetzt tue ich mal hier. Nein, nein. So. Wir drehen jetzt so, dass er hier ansitzt. Gleiches Spiel hier. An der Stelle hier. So. Dann hauen wir hier noch einen Nagel rein. Eins. Und hier noch einen Nagel. Zwei. So, dann brauchen wir Bredel. A Bredel! Ramador, Bredel! So, er muss noch angenagelt werden. Alles zu seiner Zeit. Einen Augenblick bitte. Dann machen wir es hier. Dann machen wir das hier kleiner. So. So, dann hauen wir hier einen Nagel rein. Ja. Muss erst einigermaßen die Steuerung hinkriegen. Die ist nicht gerade einfach. So, einmal so hin. Ja, Moment mal, ist mal die Seite fertig. Zack und zack. Noch höher. Und zack. So, zack. 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 Und zack. So, 5 Nägel haben wir noch. So gesehen. Kann man es noch verstärken. Wir könnten hier hinten eigentlich theoretisch noch so ein Brett hinziehen. So, dann sind die auch noch so verbunden. Stehen halt die Nägel ein bisschen raus, aber gut. Dann lernen die Katzen vielleicht, dass sie hier nicht einmarschieren dürfen. So. Ich kann die gar nicht durch das leere Holz durchhauen. So, weißt du was? Ich tue nur einen von denen hier hinsetzen. Just for fun, weil ich es kann. Nein. So, noch ein kleines bisschen. Kleines bisschen so hin. So, es hält doch sogar eine Zombie-Horde weg. Gut. Dann würde ich sagen, bauen.
So, sieht doch gut aus. So, also wenn das nicht hält. Bams. Oh. Das hält noch. Die anderen Katzen verhindern den Durchgang. Ist der D? Ja, okay, aber es hat gehalten. So. Eine saubere Wand, also kann man sich nicht beschweren. Hier unten hat vielleicht der Pfeil ein bisschen runtergesetzt gehört. Aber gut, was soll's. So, ich denke, das wäre es erstmal soweit mit unserer ersten Folge gewesen. Stand hier nicht gerade der Ingenieur die ganze Zeit immer rum? Das wäre soweit die erste Folge gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich über Like und Abo freuen. Und wenn ihr halt in der nächsten Folge wieder dabei seid. Also dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.